Also, so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Die Armstulpen mit den Rüschen entweder oben oder unten zu tragen. Der Schal. Und so kann man die Kapuze so herlegen, wenn man mag. Hallo und herzlich willkommen beim Herzblättchen. Ich bin die Claudia und heute haben wir unser erstes Nähprojekt. Da haben wir uns vorgenommen, wir machen den Loop mit Kapuze und Armstulpen dazu. Dazu gibt es die Anleitung bei mir im Shop zum Ausdrucken unter Anleitungen. Und auf der Anleitung ist auch aufgezeichnet, auf diesem Feld, das soll den Stoff darstellen, wie wir die Schnittteile auflegen am Stoff, das zeige ich euch dann gleich. Und es sind die Schnittteile dabei, die ihr euch ausschneidet. Dann habt ihr drei Teile. Für die Armstulpen den Teil für die Kapuze und den Teil für den Loop. So, und jetzt zeige ich euch, wie man das auflegt am Stoff. Wir nehmen uns den Stoff. So, ich habe jetzt ein bisschen einen größeren Stoff bei der Hand. Und zwar legen wir ihn so auf, dass er einmal in der Mitte zusammengelegt ist. Die Webkanten liegen aneinander. An der Seite, das sind die Webkanten, die liegen schön aufeinander. Und hier haben wir jetzt den Stoffbruch. Das ist da, wo der Stoff zusammengelegt ist, die Mitte ist das. Jetzt unterlegen wir als erstes den Teil für den Loop auf. Da steht auch drauf, auf dem Schnitt steht Stoffbruch. Und diese Seite vom Schnitt, wo Stoffbruch steht, legen wir an den Stoffbruch und stecken es fest mit ein paar Stecknadeln. So. Das ist einmal der Teil fürs Loop. Dann nehmen wir die Kapuze. Die brauchen wir zweimal. Das heißt, wir legen sie gleich direkt auf den zusammengelegten Stoff und stecken sie fest. Immer den Fadenlauf beachten, der eingezeichnet ist. Der Fadenlauf verläuft immer, wenn der Stoff jetzt so vor uns liegt, dass rechts die Webkante ist und links der Stoffbruch, dann ist der Fadenlauf, verläuft von oben nach unten. Bei verschiedenen anderen Stoffen, bei so flauschigen Stoffen wie Vlies, erkennt man den Fadenlauf auch noch anders, nämlich so wie der Strich vom Stoff ist, wenn man so drüber streift, wenn man gegen den Fadenlauf streicht, spürt man ein bisschen Widerstand und wenn man mit dem Fadenlauf streicht, ist ganz glatt. Okay. Dann die Armstulpe, die brauchen wir auch zweimal, einmal für die linke und einmal für die rechte Hand. Legen wir uns jetzt auch einfach da auf, weil wir haben ja den Stoff eh doppelt. Und somit haben wir mal alles festgesteckt.
So. Entweder ihr zeichnet euch das jetzt ab mit Schneiderkreide oder ihr schneidet gleich hier an den Kanten entlang. Wir brauchen hier keine Nahtzugabe, es ist alles schon im Schnitt enthalten. Wir brauchen es einfach nur ausschneiden. Dazu nehmen wir eine gute Stoffschere und schneiden einmal rundherum alles aus. Jedes Stoffstück, das wir irgendwo beim Walkstoff überhaben, heben wir auf. Das kann man immer zum Verzieren verwenden. Zum Verzieren, für Applikationen, für Broschen, für vieles. Das werde ich euch dann auch einmal zeigen. Auf jeden Fall alles aufheben. Da kann man aus allem etwas machen. Auch bei anderen Stoffen. Also ich hebe eigentlich alle Reste auf, wenn es noch so klein ist. So, die Kapuze natürlich nicht im Stoffbuch, weil wir brauchen hier zwei einzelne Teile. So. Jetzt ein bisschen großzügig da aufgelegt. Man kann das näher da dran legen, dann hat man nicht so einen großen Verschnitt. So. Okay. Jetzt können wir die Schnittteile runtergeben. Und bei den Armstulpen mache ich zum Beispiel so, das steht da oben. Das heißt, das ist dann da oben bei den Fingern die Kante. Dass ich das nachher noch weiß, ich stecke mir jetzt einfach eine Stecknadel daher auf beide Teile und legen wir das einmal auf die Seite. So, jetzt gebe ich überall die Stecknadeln raus, den Schnitt kann ich auf die Seite legen. Das stecke ich mir gleich da zusammen, den Stoff. Zwei, drei Stecknadeln, weil hier wird es ja dann genäht. Beim Loop ist ganz einfach. Ein Loop ist ja ein Schal, der in einem Kreis geschlossen wurde. Das heißt so, das wäre jetzt der Schal, aber wir wollen ja einen Loop. Also schließen wir ihn hier an der Kante. Das stecken wir uns gleich fest. So. Haben wir da die Kante gleich festgesteckt. Hier machen wir als erst eine Naht.